geht's! Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wird's mal richtig spannend. Ich teste mal wieder einen verrückten Internettrend für euch aus. Und zwar die Velatherapia. Ja, wer das nicht kennt, das ist im Prinzip die Splissentfernung mittels Feuer. Ja, ich habe das mal auf einer Friseurseite auf Facebook gesehen und ja, da habe ich das eben gesehen, wie das gemacht wurde und habe mich da dann wirklich ausgiebig drüber informiert. Ja, es ist so, dass man im Prinzip von der Theorie her einfach die Haare so eindröselt, wie man das eben auch ganz normal macht, wenn man sich den Spliss so mit der Schere wegschneidet, dann stehen hier so Haare raus. Und diese Haare werden bei dieser ja, Splissentfernung im Prinzip einfach weggebrannt, anstatt dass man sie abschneidet. Und ja, ich finde das ganz interessant. Es soll halt eben wirklich dann die Haarenden versiegeln. Und es machen halt auch wirklich extrem viele Prominente, auch Models und so weiter. Von dem her denke ich schon, dass da auf jeden Fall was dran ist. Und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich werde das jetzt halt mal ausprobieren. Vorher muss ich natürlich dazu sagen, also ich kann keine Verantwortung übernehmen für das, was ihr zu Hause tut. Was wichtig ist, ist auf jeden Fall, dass man seine Haare jetzt logischerweise nicht mit irgendwelchen Produkten behandelt. Also auf keinen Fall Haarspray oder sowas reinmachen oder irgendwelche Silikone oder so. Also ich habe jetzt, wie man sieht, wirklich gar nichts drin. Deswegen habe ich auch so einen Buschelkopf. Ich habe es einfach nur gekämmt. Und ja, jetzt nehme ich mir einfach mal am besten hier so eine... Fange ich mit einer Strähne an, die so ein bisschen versteckter ist. So. Denn wenn ich mir die Haare abfackel, dann möchte ich natürlich nicht, dass man das sehen kann. So, und jetzt drehe ich diese Strähne einfach ein. Ich glaube, ich sollte die vielleicht ein bisschen mehr so nach vorne drehen, weil sonst sehe ich das selber gar nicht, was ich mache. So, auf geht's! Spaß beiseite! Ihr habt ja wahrscheinlich ewig geglaubt, dass ich das machen würde. Also, sowas sollte man nicht zu Hause machen. Es ist auf keinen Fall eine gute Idee, das als DIY-Projekt auszuprobieren. Es gibt super viele Salons, mittlerweile sogar in Deutschland und in Österreich, wo man das einfach wirklich professionell machen lassen kann, die wirklich zertifiziert sind. Und da geht ihr dann nicht das Risiko ein, euch den Kopf abzufackeln. Ja, die Frage ist natürlich, ist das jetzt wirklich so sinnvoll? Ich bin natürlich keine Friseurin, deswegen kann ich da jetzt nur Vermutungen abgeben, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es ganz gut funktioniert. Also wie gesagt, man behauptet halt, dass die Enden, also die Spitzen der Haare dadurch versiegelt werden. Andere Leute behaupten wiederum, dass die Proteine im Haar dadurch verbrennen. Vielleicht ist ja beides wahr, vielleicht schmelzen die Proteine quasi so ein, dass dadurch eben im Prinzip die Spitzen versiegelt werden. Wie gesagt, aber wenn ihr es ausprobieren wollt, geht bitte zu einem professionellen Salon und macht das nicht zu Hause. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über Däumchen, Kommentare und Abos. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Tschüss!